Gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wir haben es schon gehört, wir feiern heute den heiligen Martin. Und der heilige Martin zeichnete sich aus durch einen Moment, denn er hatte immer Christus auf seinen Lippen. Er war ununterbrochen im Gebet. Und deswegen kam er sozusagen, das hört sich jetzt ein bisschen lapidar oder läppisch an sozusagen, deshalb kam er auf die Idee, hier am Stadttor von Amiens in Frankreich mit dem Bettler den Mantel zu teilen. Deswegen kam er auf die Idee, und die Idee ist natürlich absolut falsch gesagt jetzt, kam er auf die Idee, als er im Sterben lag. Damals wie heute gab es schon verstrittene Pfarreien. Denn er musste da in eine Gemeinde gehen, die auch verstritten war, oder in eine Stadt, wo alle die Kleriker untereinander nicht eines Sinnes waren und so. Und dann heißt es so im Brevier und schreibt sein Biograf über ihn, als er den Frieden hergestellt hatte. Also gestritten wurde immer. Und letztendlich habe ich diesen Gedanken gehört, in dem Moment, wo wir Christen werden, wird die Kirche unheiliger. Und das stimmt auch eigentlich, gell? Weil in dem Moment, wo ich getauft werde, ich bin schwach, natürlich, und dann immer älter werde, da wird die Kirche, die ihrem Wesen nach ja heilig ist, aber wird sie weniger heilig. Weil eben, ja, wir eben auf diesem Weg der Heiligkeit eben sind und uns darum bemühen müssen. Und da kann uns heute der heilige Martin so eine große Hilfe sein. Wir müssen natürlich keinen Mantel mehr teilen, aber was wir in dieser Zeit teilen können, das sind ganz andere Dinge, das sind keine äußeren Dinge. Das ist ein Lächeln, das ist Barmherzigkeit vor allem auch, das ist Einheit. Einheit zu stiften, Versöhnung, Frieden zu stiften. Das sind lauter so diese Mut zu schenken, selbst dann, wenn man selber so mutlos ist oder so, oder Hoffnung zu schenken, wenn man selber irgendwie so hoffnungslos ist, oder wie es der heilige Paulus schreibt, ja, das zu schenken gegen alle Hoffnungslosigkeit, gegen all das, was einem denn auch so auf dem Herzen liegt. Und da kann uns der heilige Martin gerade in diesen Taten der Barmherzigkeit, die in dieser Welt unendlich fehlen und deshalb unendlich wertvoll und wichtig sind. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Aufgabe als Christen. Nichts anderes, wirklich nichts anderes, das in diese Welt zu bringen. Und der heilige Martin, er hat es uns wie vorgelebt, er hat es uns gezeigt, und er darf uns heute vom Himmel her sicherlich viele Gnaden schenken. Aber eben die Bedingung ist, dass wir Christus nicht bloß auf unseren Lippen haben, also ununterbrochen beten, sondern dass wir ihn vor allem und zuerst in unserem Herzen haben. Und dann, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und dann sieht man so auch ganz leicht, mit was das Herz gefüllt ist bei den Menschen. Alles andere als Christus. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, ihn zu verkünden, ihn zu bringen. Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.